Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann. Hi, are we on now? Buenas tardes, Cyril. Hallo, Timeless. So, Begrüßung haben wir schon mal hinter uns. Schwerste Teil ist geschafft. Das Publikum ist jetzt total verwirrt, falls sie noch niemals unsere Podcast-Folgen gehört haben. Das war das Intro. Ja, ach so. Keiner da? Nee. Okay. Heute soll es um den Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch gehen. Eine, wie ich finde und wie wahrscheinlich auch sehr viele andere Leute hier finden, eine sehr wichtige Sache, die allerdings rein akustisch etwas schwierig zu erklären ist, glaube ich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das heute mal hier mit Slides und hoffen, dass das besser geht. Cyril, willst du jetzt was sagen? Ja, wir wollen erstmal vielleicht sagen, was dieser Podcast ist für die Leute, die das noch nicht kennen. Ne? Vielleicht ein bisschen Werbung machen hier. Und zwar kam Timeless so etwa Ende letzten Jahres zu mir, meinte so, diese Computertechnik, die ist ja total interessant, aber wie ja Mult schon in der Einführung gesagt hat, er ist nicht in diesem Feld beruflich tätig, er ist als Tischler unterwegs. In dem Sinne nur Technik interessiert und ja gut, Linux-Nutzer natürlich, aber wollte das mal erklärt haben und er meinte so, du kannst es doch gut erklären, lass uns das mal machen. Und so machen wir das jetzt. Seit April jetzt auch öffentlich, also schon ein bisschen vorher angefangen mit dem Aufzeichnen und immer so alle 3 Wochen gibt es eine neue Folge unter dieser URL, die ihr auch sehen könnt. Relativ einprägsam und natürlich auch in allen Podcatchern, so weiter ist das nachzuhören. Und natürlich mit so einem Podcast ist man so ein bisschen beschränkt darauf, was man nun mal erklären kann, was halt eventuell auch mal eine visuelle Darstellung erfordern könnte, ist ein bisschen schwierig. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit heute, wenn wir die Datenspuren haben, da ein bisschen drauf einzugehen. Genau, ich hätte meine Notizen in die Hand nehmen sollen. Ich habe nämlich einen Fahrplan für heute vorbereitet, wie wir sehen können. Wir fangen an mit einem kleinen historischen Abriss, wie es so zu Verschlüsselungstechnologie gekommen ist. Das ist ja etwas, was nicht erst im 20. Jahrhundert angefangen hat. Das gibt es schon ein bisschen länger. Dann geht es genauer um die Mechanik dieses Diffie-Hellman-Schlüsselaustausches. Dann am Ende machen wir eine scharfe Linkskurve und landen in einer Mathe-Vorlesung. Das ist also der grundlegende Fahrplan für heute. Das ist dann ein schöner Tagesabschluss. Danach könnt ihr dann tanzen gehen. Aber vorher wolltest du noch was Generelles sagen, denn ist, in der Vorbereitung ist uns ja dann gleich so dieser Gedanke gekommen, was ja auch schon heute angeklungen ist in anderen Vorträgen. Ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, genau. Das ist eine wichtige Sache. Ich denke, alle, die hier anwesend sind und die das vielleicht jetzt auch im Stream schauen, technikversierte Menschen haben das schon öfter gehört, aber da wir technische Grundlagen vermitteln wollen, würden wir da gerne auch nochmal drauf eingehen. Hast du? Ah ja, genau, super. Und Xyro hat mir von Digitalcourage stammt das, richtig? Ja, genau. Ja, hat mir eine tolle Stichpunktliste von Digitalcourage hier hingeschrieben. Und da kann man anfangen mit dem Satz, wir haben doch nichts zu verbergen und warum der erstens falsch ist. Weil einfach jeder Geheimnisse hat natürlich, ne? Also Passwörter, Bankzugänge und so weiter. Wie es ja hier auch steht, ne? Wie es da steht, genau. Alle möglichen verschiedenen Bereiche, ne? Also ich meine, dass so ein Passwort für ein Online-Banking ist irgendwie relativ offensichtlich, aber auch sowas wie zum Beispiel eine medizinische Diagnose möchte ich vielleicht auch nicht, dass das jeder rausbekommt. Das könnte eventuell auch wie Konsequenzen für meinen sozialen Status haben oder sowas. Irgendwelche intimen Vorlieben möchte ich eigentlich auch nicht, dass das jeder weiß. Irgendwie wenn die Schlafzimmertür zum Beispiel zu ist, dann soll die auch wirklich zu sein und nicht nur so eine unverbindliche Empfehlung. Es kann auch um Leben und Tod gehen, wie zum Beispiel bei der Identität von Kronzeugen. Das sehen wir manchmal auch, dass irgendwelche Regime, die ihre Dissidenten dann verfolgen, auch in anderen Ländern und so weiter. Und für diese Leute ist es sehr wichtig, dass die Geheimnisse geschützt bleiben. Oder zum Beispiel Whistleblower, die an Journalisten Informationen weitergeben, sind eventuell auch schutzbedürftig. Und damit die auch wirklich geschützt sein können, müssen sie in dieser Masse untergehen von Leuten, die alle verschlüsseln. Also das ist nicht nur eine Sache von, ich jetzt gerade selber habe etwas zu verbergen. Es geht ja auch darum, dass andere Leute eventuell von mir mit geschützt werden müssen. Es ist ein bisschen wie Impfung jetzt, wo ich darüber nachdenke.
Oder jetzt, wie ist so eine Maske, ne? Ja, man muss es ist häufig so. Es kommt irgendwie alles immer wieder zusammen. Man muss es erstmal aussprechen, dann fällt es einem selber auf. Ja, ja, ne? Außerdem ist der Satz unüberlegt und da kommen wir auf die Sache mit dem gemeinsamen Kompromat, was eben einen irgendwie erpressbar macht, weswegen man dann doch bestimmte Dinge lieber geheim halten möchte, um schlicht nicht erpressbar zu sein. Außerdem ist der Satz rückwärtsgewandt. Ach ja, was heute geht, kann morgen problematisch sein. Ja. Naja, es gibt ja Leute, die gerne immer an viele Sachen verboten dran schreiben und dann, kann man da in Probleme laufen. Geschichtsvergessen. Radikale Regierungswechsel passieren immer wieder. Wir merken im Augenblick, glaube ich, in Weißrussland, dass es noch nicht mal unbedingt einen Regierungswechsel braucht, sondern es reicht schon, dass die gleiche Regierung lieber an der Macht bleiben möchte. Naja, aber das ist ja auch diese Vorstellung, die wir halt so haben, gerade wie so nach dem Kalten Krieg gab es ja diese Vorstellung vom Ende der Geschichte, dass jetzt alles nur demokratisch wird und dann ist alles Blümchenwiese für immer. Und das hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das doch naiv war. Ne? Und es kann ja doch irgendwie offenbar die Möglichkeit geben, dass es heute ein relativ demokratisches Regime gibt oder eine demokratische Regierung und dann gleitet es dann doch irgendwie wieder ab in folgenden Jahren. Und ich will mir auf jeden Fall wünschen, dass es für Deutschland nicht der Fall sein wird, aber mit Sicherheit sagen kann ich es nur auch wieder nicht. Und deswegen möchte ich im Zweifelsfall, dass zumindest meine privatesten Sachen durch Verschlüsselung geschützt sind. Genau, das wollte ich auch sagen. Außerdem ist der Satz unlogisch. Kriminelles ist geheim, aber nicht alles Geheime ist kriminell. Das ist einfach das Problem, dass wenn man eben zum Beispiel Verschlüsselung verbietet dann, oder Verschlüsselung kriminalisiert, dann haben wir am Ende nur noch kriminelle Verschlüsselung. Und genauso ist das eben mit Geheimnissen. Wenn man Geheimnisse kriminalisiert, dann haben wir am Ende nur noch kriminelle Geheimnisse. Das ist, glaube ich, auch ein Zustand, den sich niemand direkt wünscht. Stigmatisierend. Es zwingt zur Unterwerfung unter soziale Normen. Also das geht vielleicht auf diesen Punkt, den ich hier auf der Folie habe, intime Vorlieben. Ne? Also man sieht das ja zum Beispiel, wenn man durch die Geschichte guckt. Es gibt so eine These, dass es immer so etwa 5-10% Homosexuelle in der Gesellschaft gab. Aber das konnten die Leute halt niemals frei erzählen, bis halt jetzt vor im Prinzip wenigen Jahrzehnten. Und selbst heutzutage ist es manchmal nicht unproblematisch tatsächlich, auch wenn wir das natürlich nicht so haben wollen, ist es ja eventuell auch eine Sache, die man vielleicht unter gewissen Umständen geheim halten will. Und zumindest wenn man eine Form von Privatsphäre hat, die zum Beispiel Verschlüsselung erreichen kann, zumindest im digitalen Raum, dann hat man vielleicht die Möglichkeit, sich in diesem Safe Space dann ein bisschen freier auszudrücken, als wenn man quasi immer den Augen der Gesellschaft ausgesetzt ist. Ich bin beeindruckt davon, dass du bei gesellschaftlicher Konformität zuerst an sexuelle Vorlieben denkst. Okay. Es ist auf jeden Fall ein offensichtliches Beispiel. Ja, das kann dann jeder als Hausaufgabe noch seine eigenen Präferenzen einfügen, die er vielleicht nicht mit seiner Familie diskutieren möchte oder so. Ja, richtig. Außerdem ist der Satz unsolidarisch gegenüber anderen Geheimnisträgern. Ja, das hatten wir gerade schon erwähnt, ne? Das ist eben diese Sache, andere Leute müssen in der Masse mit untergehen von allen, die verschlüsseln, wenn sie halt was Wichtiges zu verbergen haben. Und das muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass es jetzt gleich jemand ist, der irgendwie ein politischer Dissident ist oder sowas. Das kann ja auch ein Geheimnis sein, einfach wenn ein Anwalt mit seinem Klienten irgendwie vertraulich kommunizieren will oder so. Okay. Es gibt ja wesentlich mehr Berufsgeheimnisträger als nur gleich diese ganz krassen Fälle wie halt Dissidenten oder Whistleblower oder sowas. Ihr merkt jetzt schon, also das ist so das grundsätzliche Vorgehen bei dem Podcast. Ich erzähle irgendwas und dann erzählt mir Xybel, warum das falsch ist, was ich gerade erzählt habe. Ich sage nicht falsch, ich führe das nur ein bisschen aus. Später kommt dann der Teil, wo ich dumme Fragen stelle. außerdem steht hier noch, der Satz ist naiv, weil an sich unkritische Informationen vernetzt werden können. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren gesehen mit Vereinigungen unter dem Dach von Facebook. Das ist nur ein Beispiel dafür, aber man hat das immer wieder, wenn so Daten zusammengezogen werden aus verschiedenen Quellen, dann kann das problematisch werden. Ja, das ist so, wenn man den Leuten versucht zu erklären, warum PayPal vielleicht keine so gute Idee ist und so, ach naja, wen interessiert das denn, dass ich jetzt hier einen Joghurt gekauft habe, ne? Ja. Oder so, ne? Und ja, vielleicht kommt dann in 10 Jahren deine Krankenkasse auf die Idee, wir erhöhen dir jetzt deine Beiträge, weil du immer so viel Schokolade gegessen hast. Sage ich vollkommen uneigennützig. Der Satz ist außerdem Widerstand unterdrückend, denn wer leicht erpressbar ist, das hatten wir oben mit dem Kompromat, der kann sich möglicherweise nicht effektiv wehren oder überhaupt nicht wehren gegen. Ja, ja. Oppression, von woher auch immer. Ja.
Außerdem ist der Satz ignorant, denn, ach ja, private Räume sind wichtig für Identitätsfindung. Ja, es vernetzt sich natürlich alles ein bisschen. Ne? Ich könnte jetzt eigentlich sagen, ja, das sind die Sachen, über die wir eh schon geredet haben. Das sind alles so verschiedene Winkel auf ein ähnliches Problem, die sich jetzt immer wieder ergeben. Ich verweise auf diese Liste, die hier auf der Folie steht. Über manche von diesen Dingen möchte man ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit reden, aber man sollte vielleicht auch mal mit einer Vertrauensperson darüber reden können, eben halt, um die eigene Identität zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn es sich jetzt irgendwie gerade um Jugendliche handelt, die vielleicht noch ihre entsprechenden Orientierungen oder Vorlieben und sowas finden. Und das greift ja dann auch in den nächsten Punkt rein, dass private Räume wichtig für die Meinungsbildung sind. Ich möchte ja auch mal einen Raum haben, wo ich mal eine Ansicht mal testweise quasi vertreten können möchte. Ich möchte mal den Advocatus Diaboli spielen und mal sagen können, was wären jetzt eigentlich, wenn ich diese Position hier einnehmen würde, ohne dass mir das dann sofort 10 Jahre lang nachgetragen wird. Das ist ja tendenziell so ein Problem durch diese sozialen Medien, dass im Prinzip jede Jugendsünde, die vor 20 Jahren mal passiert ist und die eigentlich für den Mensch heute gar keine Relevanz mehr hat, noch ewig nachgetragen wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie das noch wird, wenn wir dann in 20 Jahren oder so Kandidaten haben, die von Anfang an nur noch mit Social Media gelebt haben und deren komplettes Leben dort dokumentiert ist, ab dem ersten Babyfotos. Es bleibt spannend, ja. Dann kommen wir zur nächsten Folie, glaube ich. Ja, genau. Wir haben also gesehen, dass Verschlüsselung wichtig ist und das ist ja auch eine Erkenntnis, die nicht allzu neu. Es gab schon in der Geschichte, schon im Prinzip seit der Antike, Verschlüsselungsverfahren. Hauptsächlich ging es da um militärische Geheimnisse. In dem Zusammenhang hat sich auch dieser hier abgebildete französische Linguist und Kryptologe namens Auguste Kerckhoffs damit beschäftigt und der hat Kerckhoffs Prinzip formuliert, dass auch heute noch so die Grundlage ist, dafür einzuschätzen, was eigentlich ein gutes Verschlüsselungssystem ist. Und er sagt hier, es darf nicht der Geheimhaltung bedürfen und soll ohne Schaden in Feindeshand fallen dürfen. Das ist so die Zusammenfassung in einem Satz. Und er hat das in 6 verschiedene Teilsätze aufgespalten. Und die können wir uns ja mal angucken und überlegen, wie realistisch die heute noch sind. Also erstens ist, das System muss im Wesentlichen unentzifferbar sein. Ja, das ist Verschlüsselung. Das kann man sich denken. Das Ziel von Kryptographie, ja. Das System darf keine Geheimhaltung erfordern. Das heißt jetzt nicht den Schlüssel, der muss natürlich geheim sein, aber das System selber soll öffentlich sein können. Ich soll ein Verschlüsselungsverfahren haben, was irgendwo in einem Standard dokumentiert ist oder publiziert ist und so weiter. Und das schadet jetzt nicht meiner Sicherheit. Ich muss jetzt nicht das Verfahren mit aller Gewalt geheim halten, wie es ja dann unter dem Namen Security by Obscurity läuft normalerweise, also Sicherheit durch Obskurheit. Ja, genau. Also die besten Mathematiker sollen einfach 10 Jahre dran knacken können oder länger, ohne dass es dadurch unsicher wird. Ja, genau deswegen. Ne? Man möchte halt, dass diese Verfahren von Experten begutachtet werden, bevor sie in den Einsatz kommen. Und am besten irgendwie 10 Jahre lang begutachtet werden, bevor sie in den Einsatz kommen. Dann kann man sich vielleicht einigermaßen sicher sein, dass sie tatsächlich sicher sind. Mhm. Und auch zum Beispiel aufgrund der Begründung, dass enttarnte Verfahren im Zweifelsfall schwerer zu ersetzen sind als enttarnte Schlüssel. Also wenn sich jetzt herausstellt, ich muss jetzt mein Passwort ändern, das ist zwar lästig, aber es ist auch machbar. Ne? Ich kann mein Passwort ändern und das ist okay. Wenn jetzt sich herausstellt, jemand hat mein hochgeheimes Verfahren enttarnt, dann muss ich mir ein ganz neues Verfahren ausdenken. Das ist ja doch deutlich schwieriger, als sich ein neues Passwort auszudenken. Der dritte Teilsatz bei Kerckhoffs ist, es muss leicht übermittelbar sein und man muss sich die Schlüssel ohne schriftliche Aufzeichnung merken können. Ja, das ist ja leicht zu bewerkstelligen, oder? Ja, das ist eine ständige Diskussion, wann immer wir über Passwörter reden, wie zum Beispiel in unserer Folge 4, ist ja dieses Thema auch aufgekommen, dass die Leute halt ständig immer nur dieselben gleichen einfachen Passwörter nehmen. Aber das ist natürlich hier noch zu einer Zeit gewesen, als es noch keine Computer gab, in dem man Passwortmanager oder sowas machen kann. Da muss man sich irgendwie so ein Schlüsselwort oder sowas einfach zurufen können, im Zweifelsfall irgendwie in der Verwirrung des Krieges, wenn man da irgendwie den Boten losschickt, muss der dann irgendwie das eine Passwort irgendwie mündlich überbringen können. Deswegen war das da durchaus relevant in einer Art und Weise, wie es mit Computern vielleicht nicht mehr unbedingt der Fall ist. Ja, der nächste Punkt finde ich aber sehr visionär. Das System sollte mit telegrafischer Kommunikation kompatibel sein. Ich denke, das kann man über heutige Kryptographie weitestgehend sagen. Ja, ne, das, ich meine 1883, ich habe jetzt nicht vor Augen, wann die Telegrafie eingeführt wird, aber ich glaube 1883 war das gerade noch der heiße Scheiß. Mhm. Und das fünfte ist dann auch so ein bisschen in ähnliche Richtung, das System muss transportabel sein und die Bedienung darf nicht mehr als eine Person erfordern.
Und das ist vielleicht auch so dieser Winkel für den Kriegseinsatz in dem Fall, dass es halt möglich sein soll, die Nachrichten wirklich bis zur Front verschlüsselt zu lassen, und dann an der Front sitzt dann irgendjemand im Graben und hat dann dort vielleicht so eine Entschlüsselungsmaschine, um dann den Befehl dort erst zu entschlüsseln. Denn ansonsten müsste man halt irgendwie so ein Zentralbüro mit irgendwie 20 Mitarbeitern beim Kommandostab stehen haben, und ab dann gehen die Nachrichten unverschlüsselt weiter, und das will man ja auch nicht haben. Das ist ja gerade der vulnerable Punkt, wenn es so nah an der Frontlinie ist. Also ja, Bedienung darf nicht mehr als eine Person erfordern. Das gilt ja heute zum Glück durch Computer noch mehr als sonst. Die Computer machen es sogar meistens mit 0 Personen. Ja, ja. Ja gut, ja. Und es soll, ach ja, einfach anwendbar sein. Das hat man genau. Okay, dann gibt es aber noch moderne Begründungen dafür. Ja genau, die habe ich jetzt teilweise schon mit anerwähnt, dass halt geheime Verfahren halt nicht von Experten geprüft werden können, dass geheime Verfahren einfach schwieriger geheim zu halten sind. Ne? Sobald zum Beispiel, wenn ich so eine Entschlüsselungsmaschine habe, wenn die einfach einem Gegner in die Hände fällt, ist halt die Sache aus. Ne? Dann kann er irgendwie sehen, wie die Entschlüsselung funktioniert. Hingegen den Schlüssel kann ich einfacher geheim halten, weil im Prinzip die Maschine kann ja dann am Ende auch auf Null zurückgestellt werden und so. Und dann nützt das dem Gegner nichts, wenn er die Maschine in die Hände bekommt. Das ist dann eventuell sogar eine, die man einfach auf dem freien Markt kaufen kann. Mhm. Genau. Ja, und hier, das war noch eine Begründung, die wir noch nicht erwähnt hatten. Geheimes Verfahren ermöglicht Hintertüren. Das ist ja eventuell, wer das Thema Kryptographie verfolgt, auch so eine Sache. In den USA werden ja die Verschlüsselungsverfahren vom NIST festgelegt. Also das ist denen ihre Variante der DIN quasi, so das Normierungsbüro. Und die NIST arbeitet dafür sehr eng zusammen mit der NSA, also der National Security Agency, die wir alle als die Massenüberwachungsbehörde kennen. Allerdings ist das halt so ein bisschen ambivalent, halt wie gesagt, die heißen ja wortwörtlich Security Agency, also halt auch nationale Sicherheitsbehörde, und die sind auch durchaus daran interessiert, halt Sicherheit herzustellen, dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel neue, bessere Verschlüsselungen bauen für die Regierungsbehörden. Und teilweise hat die NSA eben der NIST irgendwelche Standards vorgeschlagen für neue Verschlüsselungsverfahren, wo dann die ganze Welt so raufguckt und sagt, na, können wir dem vertrauen? Das ist doch irgendwie sehr komisch, dass die irgendwie sagen, ja, ja, wir haben da irgendwie so ein paar Zahlen eingesetzt, die sind voll sicher, glaubt uns. Wie es zum Beispiel bei den elliptischen Kurven der Fall war. Okay. Aber gut, das ist der die grundsätzliche Abriss zu Kerckhoffs. Eben, dass wir nicht das gesamte Kryptosystem geheim halten, sondern das Verfahren ist offen, und dann haben wir einen geheimen Schlüssel, der dann ausgetauscht werden kann. Und damit ergeben sich prinzipiell zwei verschiedene Arten von Verschlüsselungsverfahren. Das eine ist das symmetrische, wo wir einen Schlüssel verwenden zum Verschlüsseln, also um aus der Nachricht unseren Kryptotext zu machen, und dann genauso andersrum wieder aus dem Kryptotext die ursprüngliche Nachricht herauszubekommen. Das ist also symmetrisch, weil einfach in beiden Richtungen derselbe Schlüssel verwendet wird. Es gibt auch noch asymmetrische Verfahren, wo wir zum Verschlüsseln einen öffentlichen Schlüssel verwenden, der öffentlich bekannt ist, deswegen heißt er auch so. Und zum Entschlüsseln braucht man dann den privaten Schlüssel derjenigen Person, für die die Nachricht bestimmt ist. Und deswegen ist das hier ein asymmetrisches Verfahren, weil halt zwei verschiedene Schlüssel zum Einsatz kommen. Aber darum soll es uns heute nicht gehen, ansonsten würde diese Folge noch viel länger werden. Wir bleiben bei symmetrischen Verschlüsselungen. Und um noch ein bisschen zu Gefühl dafür zu bekommen, gucken wir uns ein paar historische Verfahren an. Da haben wir hier zum Beispiel diesen Holzstab, der hier auf der linken Seite abgebildet ist. Das Ding nennt sich Skytale. Was denn? Kommt später. Aha. Ich habe es extra hier mit Akzenten und alles aufgeschrieben, weil als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hä, Skytale? Was ist denn mit einer Skytale? Irgendwie neuer Roman oder sowas, keine Ahnung. Nee, Skytale. Offenbar wohl das altgriechische Wort einfach für Stab. Und die Idee hierbei ist, wie man das hier im Bild sehen kann, man hat so einen Lederriemen, den man um den Stab herumwickelt, und dann schreibt man die Nachricht so zeilenweise entlang des Stabes. Und wenn man den Stab dann wieder wegnimmt, also den Lederriemen abwickelt, dann sind die Buchstaben einfach in einer offensichtlicherweise zufälligen Anordnung. Ne? Man kann ohne weiteres nicht mehr sehen, wie das richtige Muster ist. Man braucht dann den richtigen Stab im richtigen Durchmesser, um daraus die Nachricht zu rekonstruieren. Also in dem Sinne, wenn man jetzt sich fragt, was bei diesem Verfahren der Schlüssel ist, also der Teil, der geheim bleiben muss, dann ist es im Prinzip der Stabdurchmesser. Wenn ich halt weiß, ich habe hier einen Stab, der zum Beispiel, was ist das hier, vielleicht 3-4 Zentimeter breit ist, im Durchmesser, dann kann ich mir einen anderen Stab suchen, der diese gleiche Größe hat, und kann dann damit die Nachricht entziffern. Ein anderes Beispiel ist hier mit dieser Verschlüsselungsstelle rechts dargestellt. Die kann man für zwei verschiedene Sachen verwenden. Einmal den Caesar-Chiffre. Das ist ein Verfahren, wo man eine Nachricht nimmt, die man verschlüsseln will. Also zum Beispiel sage ich mal Hallo, und dann
stelle ich auf der Scheibe eine bestimmte Anzahl von, also eine bestimmte Verschiebung ein quasi. Ich habe hier den äußeren Ring mit allen Buchstaben drauf, ich habe den inneren Ring mit allen Buchstaben und ich stelle eine bestimmte Verschiebung ein und dann lese ich jeweils ab zu jedem äußeren Buchstaben, wo dann der innere Buchstabe ist und damit ergibt sich so zeichenweise meine Verschlüsselung. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Verschiebung um 3 Buchstaben nach rechts, würde dann aus dem Wort Hallo, da würde aus dem H ein K werden. Das hätten wir üben sollen. Aus dem A ein D. Aus dem L ein O, nochmal L wieder zu O und aus dem O ein R. Und dann hätte ich meine Nachricht, die wäre dann J, D, O, O, R. Und das sieht ja erstmal komisch aus, ne? Da weiß man nicht sofort, dass es Hallo ist. Ja, wir merken schon, es hat eine Schwäche. Genau. Und damit ist also der Schlüssel halt quasi diese Verschiebung, die ich einstellen muss auf der Scheibe, also die Anzahl von Verschiebungsschritten. Nun kann man natürlich sehen, das ist eine sehr primitive Sache. Also zum Beispiel, wenn ich das Wort Hallo nehme, dann sieht man in dem Kryptogramm, dass dort irgendwo 2 gleiche Buchstaben hintereinander kommen. Also ist da wohl offenbar ein Wort, wo ein Doppelkonsonant oder ein Doppelvokal drin ist. Das schränkt ja die Sache schon stark ein. Deswegen gab es dann die nächste Idee, dann erst in der Neuzeit schon quasi, das als zu erweitern zu einem Visionärchiffre. Und da ist die Idee, wir haben ein Passwort zusätzlich zu unserer Nachricht. Und jedes Mal, wenn wir einen Buchstaben von der Nachricht verschlüsseln wollen, nehmen wir einen Buchstaben von dem Passwort und stellen die Scheibe für jeden Zeichen quasi neu ein, sodass das A von dem äußeren Ring auf dem Zeichen vom Passwort steht, auf dem inneren Ring. Also ergibt sich dann dadurch bei jedem Schritt eine andere Verschiebung und dann lesen wir genauso wieder wie vorher ab, wie dann unser Klartext in den Kryptotext überführt wird. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür vorbereitet, das wäre sowohl für die Zuschauer hier als auch für die Podcast-Hörer total verwirrend, deswegen lassen wir das mal bleiben, aber das kann man sich bei Wikipedia sehr gut angucken, da gibt es solche Beispiele ausführlich beschrieben. Und genau, hier haben wir jetzt also wirklich als Schlüssel das, was man ein Passwort nennen würde. Also wir haben irgendwie, wir definieren am Anfang irgendwie, wir wollen unsere Nachricht verschlüsseln, keine Ahnung, der Feind kommt von Westen. Um bei dem militärischen Einsatz zu bleiben, wie er damals halt üblich war. Und das Passwort ist zum Beispiel Hallo. Da kommen die nie drauf. Richtig. Und dann würde man halt sehen, quasi für den ersten Buchstaben, also für das D, würde ich halt das H nehmen als quasi Scheibeneinstellung. Dann würde ich für den nächsten Buchstaben das A nehmen, dann für den nächsten das L, dann nochmal das L, dann nochmal das O und dann würde ich wieder von vorne anfangen und so immer im Kreis durchgehen durch das Passwort, solange bis ich halt die ganze Nachricht verschlüsselt habe. Oder wenn ich es dann halt entschlüssle, halt genau andersrum. Mhm. Ja. Wir sehen jetzt natürlich, dass vielleicht schon, wenn wir raufgucken, das sind alles sehr primitive Verschlüsselungsverfahren, die lassen sich sehr einfach brechen. Die offensichtliche Angriffsmethode nennt sich Brute Force. Rohe Gewalt, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir den Stab kaputt machen. Das hilft nichts tatsächlich, wenn ich die Nachricht rausbekommen will, sondern Brute Force, also rohe Gewalt, heißt, ich probiere einfach jeden möglichen Schlüssel durch. Und in den meisten Fällen kann mich das schon zum Ziel bringen hier, denn zum Beispiel, wenn ich so einen Stab hier habe, so ein Skyterle, da kann ich einfach nur so und so viele verschiedene Stabdurchmesser haben. Ne? Also ich kann halt entweder ist er halt ein Durchmesser von 8 oder ein Umfang von 8 Buchstaben oder von 7 Buchstaben oder von 6, aber das ist ja alles relativ schnell durchprobiert. Da muss ich vielleicht nicht mal den Stab erst haben, sondern ich kann das einfach versuchen, mal in der Hand zu halten und so passend zurechtzuschieben, bis sich da irgendwas ergibt. Genauso bei dem Cäsar-Chiffre, da habe ich halt, ich habe halt Verschiebungsschritte, wie ich die Scheibe einstellen kann, aber da derer halt nur 26. Und einer davon ist relativ sinnlos, denn wenn A auf A steht und damit auch B auf B, dann gibt es einfach gar keine Verschlüsselung. Also eigentlich sogar nur 25 mögliche Schlüssel. Die kann man auch im Zweifelsfall relativ schnell durchprobieren, insbesondere wenn das eine wichtige Nachricht ist und sich das lohnt. Beim Visionärchiffre ist das schon ein bisschen eine andere Sache, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber da kann man die sogenannte Kryptoanalyse einsetzen. Das ist so ein genereller Oberbegriff dafür, irgendwelche Muster zu suchen in dem Kryptotext, in dem Kryptogramm, um dann die möglichen Schlüssel einzugrenzen. Und bei dem Visionärchiffre ist eins von den wesentlichen Problemen, dass halt dieses Passwort immer wieder wiederholt wird, wenn man eine besonders lange Nachricht zu verschlüsseln hat. Und das heißt also, es könnte ja sein, dass in der Nachricht selber auch bestimmte Wörter mehrmals auftauchen. Wenn zum Beispiel es irgendwie um den aktuellen Kriegsfortschritt geht, könnte es da vielleicht sowas sein wie Truppen oder Front oder sowas. Könnte vielleicht mehrfach vorkommen in so einem längeren Text. Und wenn ich sehe, dass wenn jetzt diese mehrfachen gleichen Texte auch zufälligerweise gerade mit demselben Teil des Passworts verschlüsselt werden,
dann würde halt dieselbe Nachricht im Kryptogramm rauskommen. Wenn ich solche Muster finden kann, ich sehe vielleicht, da steht irgendwie QJX. Ich weiß jetzt nicht, was QJX ist, aber es taucht immer so in Abständen auf, die mehr Vielfaches von 6 sind. Dann könnte ich sagen, okay, also vielleicht ist mein Passwort ja gerade 6 lang oder vielleicht auch 12. Ne? Aber ich habe es schon mal eingegrenzt auf jeden Fall. Und auf diese Weise kann ich auch noch andere Muster finden und das weiter eingrenzen. Man kann zum Beispiel ausnutzen, dass bestimmte Buchstaben in der deutschen Sprache oder auch in allen anderen Sprachen irgendwie häufiger vorkommen als andere. Also im Deutschen ist irgendwie jeder 5. Buchstabe ein E. Mhm. Und wie dieses Ernstel macht schon 60% oder so aus. Ja, stimmt. Also E ist auf jeden Fall deutlich häufiger als Q oder X. Und das sind prinzipiell so diese zwei Arten von Angriffsmethoden. Idealerweise möchte man natürlich ein Verschlüsselungsverfahren haben, wo Kryptoanalyse einfach nicht möglich ist. Wo am Ende ein derart unsystematischer Zeichenhaufen rauskommt, dass man keine Chance hat, irgendwie ein Muster zu finden und irgendwie was einzugrenzen, sodass einem dann nur übrig bleibt, alle Schlüssel durchzuprobieren. Für moderne Verschlüsselungsverfahren ist der Standard, der so üblicherweise angenommen wird, dass man 2 hoch 100 Rechenschritte braucht, also 2 mit einer Potenz von 100 Rechenschritten, um alle möglichen Schlüssel durchzuprobieren, selbst wenn man es irgendwie eingrenzen könnte oder so, um dann tatsächlich den Schlüssel auszurechnen, ohne den vorher gekannt zu haben. Und ich habe das mal durchgerechnet, was das heißen würde, wenn ich einen Supercomputer habe, der 1 Milliarde Gigahertz hat. Also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob es tatsächlich so große Supercomputer gibt, aber nehmen wir es einfach mal an, ne? Der ist irgendwie 300 Millionen mal schneller als dieses Notebook da drüben. Und ich würde dort 2 hoch 100 Rechenschritte ausführen und ich würde mal annehmen, was auch unrealistisch ist, dass er in jedem Takt einen Rechenschritt schafft, dann bräuchte es immer noch 40.000 Jahre, um so einen Schlüssel zu brechen. Und das ist doch schon ein guter Standard. Damit kann ich leben. Wenn mein Schlüssel in 40.000 Jahren gebrochen wird, dann ist es halt so. Dann habe ich auch nichts mehr zu verbergen. Genau. Bis dahin sind alle unsere weltlichen Probleme nicht mehr von Relevanz. Genau, damit wir also unsere tollen Verschlüsselungsverfahren anwenden können, müssen wir jetzt also uns die Frage stellen, welchen Schlüssel nehmen wir jetzt eigentlich? Und im einfachsten Fall kann man natürlich sagen, ja, wir haben schon einen Schlüssel, wir nehmen einfach den nochmal. Ja, super, dann ist das keine Frage mehr, dann, ja, gut. Das ist der triviale Fall. Aber was ist, wenn wir keinen Schlüssel haben, wo kriegen wir einen her? Dann brauchen wir Magie. Das heißt ja in dem Fall, wenn wir noch keinen Schlüssel haben, haben wir noch keine verschlüsselte Kommunikation. Also ist unser Kanal, über den wir reden, offenbar unverschlüsselt. Wir müssen uns also auf einen Schlüssel einigen, obwohl der Kanal, auf dem wir reden, komplett offen ist. Jeder, der da irgendwie noch Zugriff drauf hat, zum Beispiel so ein Netzwerk-Infrastrukturanbieter oder so, könnte da mitlesen. Wie können wir jetzt trotzdem uns darauf einigen, was unser Schlüssel ist, ohne dass der Mitleser das irgendwie rekonstruieren kann? Und das geht nur mit sogenannten Einwegfunktionen. Das ist hier eine schöne Grafik, die es dazu bei Wikipedia gibt, wie so eine Einwegfunktion uns dabei helfen kann. Das geht hier an einem Beispiel, wo mit Farbmischen argumentiert wird. Da kann man das vielleicht ein bisschen visueller sehen. Das ist natürlich so ein bisschen eine prekäre Annahme, dass hier die Umkehrung von Farbmischen aufwendig ist. Aber das muss man jetzt mal akzeptieren. Wir müssen jetzt mal kurz unseren Disbelief mal suspenden und mal kurz akzeptieren, dass das in dieser Realität so ist, weil das natürlich nur eine Analogie ist. Wir haben hier also unsere zwei Gesprächsteilnehmer, die sich jetzt auf eine gemeinsame Schlüsselfarbe einigen wollen. Die heißen klassischerweise Alice und Bob. Das sind so Standardnamen in der Kryptographie, wenn man irgendwie Diskussionsteilnehmer hat an so einem Gesprächsprotokoll, an einem kryptografischen Austausch, heißen ja meistens Alice und Bob oder Carol und Dave, ne, so einfach das Alphabet buchstabiert. Dann gibt es so verschiedene Angreifer. Es gibt so Eve, die ist eine Eavesdropper, die kann halt quasi abhören. Es gibt Mallory, der ist ein böswilliger Akteur, der irgendwie vielleicht falsche Nachrichten schickt oder sowas. Es gibt Trent, das ist ein Trustee, also eine vertrauenswürdige Person, der so ein vertrauenswürdiger Dritter ist, so ein Treuhänder. So gibt es halt so verschiedene Standardrollen. Wir brauchen jetzt hier in dem Fall nur Alice und Bob und wir können uns ja mal so vorstellen im Kopf, dass ja eventuell auch noch so ein Eve da sitzen kann, die irgendwie den Kanal abhören kann. Und die darf natürlich jetzt nichts Wichtiges rausbekommen. Und die beiden fangen hier an, haben sich am Anfang auf eine gemeinsame Farbe geeinigt. Die ist auch völlig bekannt. Das tut nichts zur Sache, dass die vielleicht öffentlich bekannt ist. Das ist nicht schlimm. Und Alice würfelt jetzt eine geheime Farbe und entscheidet sich hier zum Beispiel für dieses Rot. Und Bob entscheidet sich hier zum Beispiel für Türkis. Und
jetzt nehmen Sie diese beiden Farben und mischen sie zu diesem gemeinsamen öffentlichen Gelb. Und dieses öffentliche Gelb ist einfach nur so wie so eine Rechenunze in dem Fall, damit wir irgendwas haben, was wir kombinieren können. Dann kommt zum Beispiel bei Alice jetzt raus, Gelb und Rot ergibt Orange. Bei Bob ergibt Gelb und Türkis dann so ein helles, vielleicht ein bisschen gräuliches Blau. Und die beiden Farben tauschen Sie jetzt aus. Und das ist ja nicht gefährlich. Das ist ja genau der Witz der ganzen Sache. Dadurch, dass dieses Umkehren des Farbmischens eine Einwegfunktion ist, ist es ja nicht gefährlich, dass jetzt Bob sagt, übrigens, ich habe folgendes Graublau rausbekommen. Da kann jetzt Eve drauf gucken, also unsere Mitleserin, kann irgendwie sehen, ach, guck mal, ein Graublau. Und eine von den beiden Farben, die reingemischt wurde, ist dieses Gelb, was ich ja auch kenne. Aber das bringt ihr trotzdem nichts. Das ist halt die, das ist halt das, die Magie, die da reingeträufelt wird in die ganze Sache. Daraus kann Eve jetzt nicht zurückschließen auf dieses Türkis, was Bob sich am Anfang ausgedacht hatte. Und genauso Alice sagt Bob, ich habe mir hier Orange ausgedacht. Und so haben sie quasi ihre Farbentöpfe getauscht und können jetzt nochmal ihre geheime Farbe reinmischen. Und wir sehen, dadurch kommen sie natürlich auf dasselbe Endergebnis, in dem Fall so ein Ockerbraun oder so, weil sie natürlich, weil sie zwar von derselben Basis ausgegangen sind, dann unterschiedliche Farben reingemischt haben, aber dann halt nach dem Tauschen die jeweils andere Farbe reingemischt haben. Und es ist ja nicht relevant, in welcher Reihenfolge ich Farben mische, ob ich jetzt zuerst das Rot reinrühre oder erst das Türkis. Es kommt aber in beiden Fällen dieses selbe Ockerbraun raus. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir das mal formalisieren. Das ist dann, wie gesagt, tatsächlich der Teil, warum es hier wirklich hilfreich ist, mal eine Folie als Hilfe zu haben und nicht nur eine reine Podcast-Folge drüber zu machen. Richtig. Wir sehen also, dieses Gelb nennen wir jetzt hier Startwert und sagen dazu S, weil wir jetzt natürlich ein bisschen Formeln bekommen. Alice denkt sich ein Geheimnis A aus, Bob denkt sich ein Geheimnis B aus. Und dann gibt es halt so eine Mischoperation, die habe ich jetzt hier mit diesem Circle Plus dargestellt. Einfach damit wir erstmal noch keine Vorstellung verbinden, was es genau ist für eine Operation. Das ist jetzt nicht eine Addition, nicht eine Multiplikation, das ist einfach erstmal nur eine Operation, die irgendwie zwei Dinge kombiniert und wir sehen dann später welche. Wir kriegen also dieses S O plus A raus, wir kriegen S O plus B raus, dann tauschen wir einmal die Zettel, also wir schicken uns gegenseitig eine Nachricht, was wir rausbekommen haben und dann kann Alice zu diesem S O plus B nochmal A dazu rechnen und Bob kann zu S O plus A nochmal B dazu rechnen. Ich lese das Zeichen jetzt als O plus, weil das ist, wie es in LaTeX heißt und das ist einfach kürzer als Circle plus. Und wir sehen damit, das funktioniert. Was ich eben schon erwähnt hatte, bei den Farben muss hier auch gelten. Also ob ich nun erst in diesen Startwert erst B reinrühre und dann A oder ob ich erst A reinrühre und dann B, das muss immer dasselbe ergeben. Das habe ich jetzt hier in Anführungszeichen mit Kommutativität beschrieben. Es ist nicht komplett dasselbe wie die normale Kommutativität, aber ich nenne es jetzt mal so, weil ich sonst keinen besseren Begriff dafür habe und es ist hinreichend nah dran. Und die zweite monumental wichtige Eigenschaft ist halt diese Sache, dass es eine Einwegfunktion sein muss. Also wir sollen dieses O plus nicht in sinnvoller Zeit umkehren können, weil wir eben S O plus A auf dem öffentlichen Kanal übertragen und S O plus B auch auf dem öffentlichen Kanal übertragen. Und das S ist schon bekannt, aber trotzdem kann jemand, der mitliest, nicht auf A und B zurückschließen. Und damit ist dann das gemeinsame Geheimnis gesichert. Soweit erstmal klar. Bis hierhin komme ich noch mit, ja. Sehr gut. Das ist gut, dann bleiben wir im Zeitplan. Eine Darstellung, was so für bekannte Einwegfunktionen so sind. Ich habe mal zwei rausgegriffen. Das erste ist RSA. Das ist ein asymmetrisches Schlüsselverfahren, das gucken wir uns jetzt heute nicht an, nur mal so als Gegenüberstellung. Dort ist die wesentliche Funktion etwas, was mit der Multiplikation von Primzahlen zu tun hat. Also wir haben so ein Geheimnis, was am Anfang gewürfelt wird und daraus ergibt sich ein Schlüsselpaar, wie gesagt ein Schlüsselpaar in dem Fall, was asymmetrisch ist, durch Multiplikation von Primzahlen, unter anderem. Bisschen vereinfacht jetzt natürlich, aber das ist der Wesenskern. Und die Rückoperation ist Primzahlfaktorisierung und die ist teuer. Die ist wahnsinnig teuer. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe sowas wie 35 und ich faktorisiere in 5 und 7, das ist natürlich relativ einfach, weil es eine kleine Zahl ist. Wir reden dann tatsächlich von Primzahlen, die eher so 100 Stellen haben oder 1000 Stellen eher so sogar. Also das ist ein bisschen unhandlich. Kann man faktorisieren, gibt es Algorithmen für, dauert einfach ewig. Ne? Was wir eben sagten, in der Größenordnung von Tausenden oder Zehntausenden von Jahren. Bei Diffie-Hellman haben wir stattdessen eine Einwegfunktion, die nennt sich, und das habe ich jetzt hier geschrieben, ohne weitere Erklärung, weil dazu kommen wir gleich, Potenzierung in einer primen Restklassengruppe. Und die Umkehrfunktion dazu heißt diskreter Logarithmus. Und
das ist die Sache, die wir uns jetzt heute angucken. Es gibt auch noch andere Spielarten von Diffie-Hellman. Also heutzutage ist bei Diffie-Hellman meistens elliptische Kurven im Einsatz. Was eine relativ ähnliche Sache ist, ist es halt anstatt Potenzierung in einer primen Restklassengruppe, ist es Potenzierung auf einer elliptischen Kurve. Und das ist eine völlig andere Diskussion, die fange ich jetzt nicht an, weil da müsste ich mich, glaube ich, selber erstmal einlesen, wie das jetzt genau funktioniert. Jedenfalls, wir gucken uns heute das ursprüngliche Diffie-Hellman an, wie sich das in den 70er Jahren ausgedacht wurde, mit Potenzierung einer primen Restklassengruppe. Die Idee dabei ist, wie gesagt, Potenzierung. Wir könnten ja vielleicht als diese O-Plus-Funktion einfach eine Potenz nehmen. Also wenn ich sage S O plus A, heißt das einfach S hoch A. Und wir sehen damit diese erste Bedingung, die wir uns gestellt hatten, diese Kommutativität, die klappt. Wenn wir S hoch A haben und machen nochmal hoch B, dann ist es dasselbe, wenn ich S hoch B mache und dann nochmal hoch A nehme. Denn diese Potenzen kann ich einfach gegeneinander austauschen, wie man hier in der Mitte sehen kann. Und wir haben aber zwei Probleme damit. Das eine Problem ist, dass wenn ich hinreichend große Geheimwerte nehme, was ich ja tun muss, damit es schwer zu raten ist, wenn ich also A meinetwegen auch wieder so eine Zahl mit 100 Stellen oder 1000 Stellen nehme und B genauso, dann wird diese Zahl S hoch A mal B gigantisch groß. Unfassbar groß. Sehr unhandlich. Und das zweite Problem ist eben, dass diese Eigenschaft nicht erfüllt ist, die wir gesagt hatten, es muss eine Einwegfunktion sein. Wenn ich S hoch A mal B habe, dann kann ich, und ich weiß, welches S das war, dann kann ich sehr einfach zurückschließen auf das A mal B. Oder wenn ich halt was Einzelnes habe wie S hoch A, kann ich auf das A relativ einfach zurückschließen. Und der Grund, warum das geht, ist, dass der Logarithmus eine stetige Funktion ist. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel rausbekommen, wenn ich ein praktisches Beispiel nehme, ich sage, 2 hoch irgendetwas ist 10. Was ist denn jetzt diese Zahl? Das ist nichts Grades, aber ich weiß ja, 2 hoch 3 ist 8. Und ich weiß, 2 hoch 4 ist 16. Das heißt also, mein irgendwas, was ich suche, was 2 hoch irgendwas gleich 10 ist, muss dazwischen sein. Weil ich weiß ja, das ist eine durchgehende Linie, wenn ich das als Funktionskurve aufmale. Und deswegen muss halt dieses x, für den 2 hoch x 10 ist, irgendwo dazwischen sein. Und dann kann ich anfangen, das einzugrenzen. Kann sagen, ich probiere mal vielleicht die Mitte davon, ich probiere mal 2 hoch 3,5, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Dann sage ich, okay, dann müssen wir da weiter darunter gucken. Und so kann ich mich schrittweise immer wieder an den richtigen Wert weiter annähern. Das geht mit stetigen Funktionen und das ist schlecht, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es schön teuer ist, das umzukehren. Am besten nur, indem wir alle möglichen A's durchprobieren, was dann wieder unhandlich ist. Also potenzieren schlecht. Bitte? Also einfach potenzieren ist schlecht. Allein potenzieren hat Probleme, ja, und das geht so nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Akustik im Raum sehr gut ist. Also wenn Leute hinten am Ende des Raumes reden, dann kann ich das sehr gut hier oben hören. Das würde ich darum bitten, da um Ruhe zu bitten. Danke. Um jetzt zu verstehen, was dieses ganze Zeug mit in Restklassengruppe heißt, habe ich hier mein Beispiel mitgebracht. Und auch das hier wiederum der Grund, warum ich das gerne als Präsentation mit Folien machen wollte. Ich habe einfach mal zwei große Zahlen zusammenaddiert. Und da ich jetzt nur ein Mensch bin, sind große Zahlen natürlich nicht das, was ein Computer als groß ansehen würde, sondern nur zwei fünfstellige Zahlen. Das soll aber das System verdeutlichen. Ich habe das mal hier so gemacht, wie man es in der Grundschule lernt, als schriftliche Multiplikation. Wir haben hier also unser 98.142 mal 79.154. Ne, und wie man es dann macht, man nimmt jede einzelne Stelle von der linken Zahl und multipliziert die mit der rechten Zahl, dann kriegt man die so gestaffelt, die einzelnen Ergebnisse raus und kann die alle zusammen addieren, wenn man das richtig hingeschrieben hat und kriegt das Gesamtergebnis. Und ich bin mir fast sicher, dass ich keine Tippfehler drin habe, aber das ist auf jeden Fall der Wesenskern. Und jetzt kann ich mal überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich von der linken Seite dieser Multiplikation, also von dem 98.142. Was passiert denn, wenn ich davon nur die ersten drei Stellen kenne? Das ist jetzt eine komische Frage, aber ich hoffe, ihr seht gleich, wo das hinführt. Wolltest du sagen, die letzten drei Stellen? Habe ich die ersten drei Stellen gesagt? Du hast die ersten drei gesagt, ja. Ich habe Quatsch geschrieben in meinen Notizen, gucke an. ja, natürlich die letzten drei Stellen. Und dann passiert das hier. Wir sehen, wenn wir jetzt nur die ersten drei Stellen kennen, heißt das, wir können diese ersten drei Zeilen in unserer Zwischenrechnung ausrechnen. Die letzten beiden aber nicht. Ne? Die sind jetzt halt ausgegraut, im Sinne von wissen wir nicht. Ne? Es könnte jetzt irgendwas völlig anderes dort stehen, dann würden andere Zwischenergebnisse kommen. Und das heißt dann auch im Endeffekt,
dass ich den letzten sieben Stellen von meinem Ergebnis nicht mehr vertrauen kann, weil da könnte irgendwas anderes stehen. Genauso ist es, wenn ich die von der rechten Zahl nur die letzten drei Stellen kenne, dann sehen wir hier, dass so bestimmte Teile von diesen Zwischenergebnissen auch unbekannt werden. Aber zumindest die letzten drei Stellen vom Ergebnis sind auf jeden Fall noch bekannt. Und das kann ich auch sehen, wenn ich hier mal andere Zahlen einsetze. Wenn ich hier mal so vor und zurück gehe, dann seht ihr das zwar, da gibt es relativ viel Bewegung in diesem ganzen Kladderadatsch, der jetzt ausgegraut ist, aber zumindest diese ersten drei Stellen im Ergebnis bleiben immer dieselben. Ich warte jetzt noch auf jemanden, der aufzeigt und sagt, dass Xyril sich verrechnet hat. Ich bleibe dabei, ich bin fast sicher, dass das alles richtig ist, wie es da steht. Schade. Ansonsten gerne Kommentare an die E-Mail-Adresse, die auf unserer Seite im Impressum steht. Oder hier direkt nach dem Vortrag natürlich. Wir können also allgemein sagen, dass hier offenbar eine Rechenregel gilt. Wenn wir irgendwas, was auf 142 endet, multiplizieren mit irgendwas, was auf 154 endet, dann ergibt sich etwas, was auf 868 endet. Und was hier passiert ist, wir machen eine Division mit Rest. Wir dividieren diese Zahlen durch 1000 und gucken dann am Ende nur auf den Rest davon. Und das kann man dann mit diesem Modulo-Operator hier auch schreiben. Das ist eben genau diese Operation, Division mit Rest und dann aber nur den Rest nehmen. Ne? Wenn wir zum Beispiel sagen, halt, wir hatten diese, hier in dem Fall jetzt 56.142 und wir nehmen die Modulo 1000, heißt das, wir teilen durch 1000, da würde 56 rauskommen, aber mit Rest 142. Und das ist dann eben diese 142, in der wir hier arbeiten. Und das heißt quasi, wir haben jetzt so eine Rechenregel gefunden in dieser Restklassengruppe Modulo 1000. Und das gilt ganz allgemein. Wenn wir so eine Multiplikationsregel haben, also A gleich B ergibt, A mal B ergibt C, dann gilt es genauso in der Restklassengruppe. Also wenn wir von diesen drei Zahlen uns nur die Reste angucken, Modulo 1000, und wir müssen halt auch beachten, dass wenn wir eine Multiplikation machen, wir auch wieder diesen Rest anwenden. Also wir nehmen dieses 142 mal 154 zum Beispiel und streichen dann aber alles weg, was über diese 1000 hinausgeht. Und wenn wir das mit jedem Rechenschritt machen, also anstatt Addition nehmen wir Addition modulo n, statt Multiplikation nehmen wir Multiplikation modulo n und so weiter und so fort, dann bleiben im Prinzip alle Rechenregeln erhalten, die man so kennt normalerweise. Und das ist natürlich total toll. Weil das heißt, wir können einfach, wir können diese Funktion nehmen, die wir gerade schon hatten. Hallo? Kann ich klicken? Danke. Wir können diese Funktion nehmen, die wir gerade schon hatten, die schon interessant aussah, aber noch nicht so ganz funktioniert hat, nämlich unsere Potenzfunktion. Und wir sagen, wir machen die einfach mal in der Restklassengruppe. Anstatt s hoch a, sagen wir jetzt s hoch a modulo so irgendeiner Zahl p, die wir uns noch ausdenken müssen. Also wir nehmen diese Potenzierung in der Restklassengruppe zur Basis p. Was dann passiert ist, dadurch, dass diese ganzen Rechenregeln alle weiter funktionieren, bleibt diese Kommutativität erhalten, die wir schon gezeigt hatten. Also wir können das erst das A ran potenzieren und dann das B oder andersrum. Was ebenfalls jetzt aber auch besser ist, ist, dass unsere Probleme von vorher gelöst werden. Dadurch, dass wir nach jeder Potenzierung dieses Modulo P machen, heißt das, unser Ergebnis ist niemals größer als P, ist also richtig schön kompakt. Das können wir super irgendwo im Speicher halten, können wir auch super durch die Gegend schicken. Das ist eine super handliche Zahl. Also handlich natürlich im Computermaßstab heißt wieder irgendwie, heißt ein paar hundert Stellen vielleicht, ne? Aber das ist handlich im Vergleich zu Millionen, Milliarden Stellen. Jetzt ist der Punkt, wo ich mir denke, warum das alles? Warum würfel ich mir dann nicht einfach kürzere Schlüssel, wenn ich am Ende sowieso nur die letzten drei Zahlen davon nehme? Weil, naja, das mit den drei Zahlen war natürlich nur eine Darstellung hier, damit es zur Hälfte Präsentation davon, passt. Also nur ein Drittel oder? In der Praxis ist es natürlich deutlich größer als das, weil man eben diese Brute-Force-Attacken vermeiden will. Wenn man jetzt sagt, man hätte nur drei Stellen im Schlüssel, dann könnte man einfach mal alle 1000 Schlüssel durchprobieren. Das wäre ja nicht interessant. Es muss ja schon irgendwie ein Schlüssel sein, der am Ende vielleicht 100 oder 1000 Stellen oder so hat. Aber das ist auf jeden Fall durch diese Einschränkung auf diese 1000 Stellen dann, ist es deutlich weniger, als wenn ich Milliarden von Stellen rausbekommen würde aus der Potenzierung. Ja, das ist plausibel, ja. Okay. Und das zweite Problem, was halt gelöst wird, ist halt, dass halt diese Umkehrfunktion nicht mehr funktioniert. Denn ich hatte ja eben gesagt, die Umkehr kann man sich dadurch plausibel machen, dass die funktioniert durch diesen Stetigkeit der Funktionen, dass ich eben so
mir Grenzen setzen kann und sagen kann, okay, es wird auf jeden Fall nicht größer als das sein und auf jeden Fall nicht größer als das und kann dann so schrittweise dieses Intervall immer weiter einschränken, bis ich dann beim tatsächlichen Ergebnis bin. Und das geht hier nicht mehr, denn durch dieses Modulo ist die Funktion nicht mehr stetig. Dadurch, dass ich immer wieder, wenn ich mit der Funktion wachse und dann diesen Grenzwert p erreiche, schneide ich ja quasi ab und fange wieder bei 0 an. Und das passiert dann halt ständig und dadurch ist komplettes Chaos. Es wird alles wunderbar durcheinander gewürfelt und diese Umkehr durch den, in dem Fall diskreten Logarithmus, ist machbar, aber teuer. Halt in diesen Größenordnungen von tausende Jahre zu rechnen, wenn man keinen Fehler gemacht hat oder nicht irgendwo doch nochmal eine Sicherheitslücke gefunden wird durch ein cleveres mathematisches Verfahren oder dergleichen. Soweit erstmal klar. Ja, ich glaube schon. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich komme bis jetzt, glaube ich, ganz gut mit. Ja. Dann sind wir im Prinzip mit der Mathe-Vorlesung fast am Ende. Wir werden erstmal kurz gucken, was wir jetzt alles gesehen haben. Wir haben also gesehen, dass wir dieses Protokoll haben, wo wir uns auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Und das funktioniert, wie gesagt, halt über Potenzierung, indem wir so einen Startwert festlegen. Wir legen diese Basis fest, die wir in dem Fall P nennen. Und alle Potenzen, die wir machen, sind halt Modulo P. Also wir machen immer die Potenz und danach nehmen wir den Rest von der Division durch P. Und Alice und Bob wählen sich jeweils ein Geheimnis, machen einmal diese Potenz. Dadurch, dass sie die Potenz gemacht haben, können sie dann diese Potenzwerte durch die Gegend schicken, auch über den unsicheren Kanal. Und jemand, der das sieht, kann das zur Kenntnis nehmen, dass diese Potenzen da langgelaufen sind, aber kann damit nichts Sinnvolles anfangen. Und dann werden nochmal die jeweils anderen Geheimnisse reingerechnet und dann ergibt sich hier als der gemeinsame Schlüssel dann dieses S hoch A mal B. Auch wieder, wie gesagt, Modulo P. Also heißt irgendwo zwischen 0 und P minus 1 am Ende. Haben wir gesagt, wie man P wählt? Habe ich das verpasst? Das oder? Kommt jetzt noch. Ah, das ja, ist im Addendum drin. Das ist, ich weiß nicht, wo wir mit der Zeit stehen. Ich hatte überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, wir haben fast eine Stunde. Ah, sehr gut. Ich glaube, wir werden keine Fragen mehr nehmen. Aber mir wurde gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor dann die nächste Bühnenshow vorbereitet wird. Deswegen habe ich noch zwei Addendumsfolien dazu, wie eben dieses P zu wählen ist. Und wenn man jetzt sieht, ich habe es als P bezeichnet die ganze Zeit, kann man sich schon denken, P, das wird wahrscheinlich eine Primzahl sein. Ja, in der Tat, P sollte eine Primzahl sein. Das hältst du für logisch. Wenn man wie sicherlich alle Zuhörer schon mit Zahlentheorie vertraut ist, nein. P sollte eine Primzahl sein. Warum, das sehen wir hier. Auf dieser Folie habe ich mal P gleich 12 gewählt, weil das ist so die größte Nicht-Primzahl, wo es noch auf die Folie passt. Und wir sehen jetzt hier, wir machen ja immer S hoch irgendetwas, also irgendeine Zahl, die wir halt selber würfeln. Und dann möchten wir das, was möglichst schwer zu Ratendes rauskommt. Ne? Und wir sehen jetzt also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zum Beispiel S gleich 6 nehme, dann sehen wir, S hoch 0 ist 1, weil das ist immer 1, das ist wie S hoch 0 funktioniert. Dann S hoch 1 ist einfach wieder dieselbe Zahl, also 6, und danach ist es schon 0. Und warum passiert das? Wenn ich 6 zum Quadrat nehme, dann habe ich 36 und das hat einfach dieselben Primzahlteiler wie die Zahl 12. Und dementsprechend geht es dann dazu 0 und dann, ja, dann kann ich so viel Sechsen dazu addieren, dazu multiplizieren, wie ich will, es bleibt immer 0. Ne? Wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, ist es immer einmal mit 6 multiplizieren und wieder modulo die Basis gehen. Und also das ist schon mal eine sehr schlechte Wahl. Ne? Also dann sollte man zumindest S gleich 6 nicht nehmen. Aber alle anderen Basen haben ja ähnliche Probleme, alle anderen Startwerte. Wenn ich hier zum Beispiel die 9 sehe, ne, die bleibt einfach immer bei 9. Wenn ich die 5 sehe, die alterniert immer zwischen 1 und 5. Ne? Und das, ja gut, das ist dann schön einfach zu berechnen im Zweifelsfall. Aber das heißt halt quasi, wenn ich dann mein A gewählt habe, zum Beispiel als Alice, und ich will S hoch A durch die Gegend schicken, heißt das, ich schicke entweder 1 oder 5. Und das ist, ja, da ist nicht sehr viel mehr an Geheimnissen dran. Da habe ich halt nur noch ein Bit Unterschiede und das ist dann sehr einfach zu raten, beziehungsweise es ist vielleicht nicht mehr zu raten, was ich reingerechnet habe, aber es ist einfach unerheblich. Ne? Weil ob ich jetzt 1 als Exponent genommen habe oder 3 oder 5 oder 7 oder was auch immer, eine beliebige andere ungerade Zahl tut alles nichts zur Sache. Ne? Also das ist alles Quatsch. Will man nicht haben. Und damit es am Ende schön funktioniert, muss P eine Primzahl sein, denn wenn man eine Primzahl hat, dann gibt es sogenannte Primitivwurzeln. Und das ist dann die nächste Forderung. Nicht nur muss P eine Primzahl sein,
sondern S muss auch eine Primitivwurzel von P sein. Und was das heißt, sehen wir hier auf diesem Beispiel. Da sind die vier Primitivwurzeln von 11 markiert, nämlich 2, 6, 7 und 8. Und bei diesen konkreten Zahlen sehen wir jetzt halt, wenn wir diese Potenzreihe aufschreiben, dass wirklich jede Zahl mal dran ist. Also zum Beispiel bei 8 sehe ich hier 1, 8, 9, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 7, 1. Wenn ich durch diese verschiedenen Potenzen durchlaufe, kann ich jede Zahl erreichen, die möglich ist. Es ist ja Modulo P. Das heißt also, es kann nichts sein, was in dem Fall größer als 11 ist, kann maximal 10 sein. Und 0 wäre blöd, weil wenn ich 0 erreiche, dann bleibe ich für immer bei 0. Aber ich gehe halt wirklich schön alles durch, lande dann wieder bei der 1 am Ende hier. Das heißt, ich kann dann wieder den nächsten Zyklus starten, der wieder genauso aussehen wird. Und das heißt, ich habe wirklich die maximale Entropie in diesem S hoch A oder S hoch B, was ich durch die Gegend schicke. Es ist wirklich jeder Wert möglich, der mathematisch denkbar ist. Also was wir jetzt damit erreichen, ist eigentlich nur, dass wir nicht das Problem haben wie bei den älteren Verschlüsselungsverfahren, dass es sich irgendwann wiederholt, sondern einfach nur, dass es richtig gut durchgeschüttelt und gewürfelt ist. Naja, ich habe das P halt gewählt und sage meinetwegen, jetzt ist es natürlich nicht 11 oder sowas. Es ist dann meinetwegen sowas wie eine Million und noch viel mehr als das. Aber nur mal als Beispiel eine Million und irgendwas. Dann heißt es halt, ich könnte, wenn ich das S hoch A durch die Gegend schicke, ist es Modulo P. Also kann es einer von diesen eine Million Werten sein, der sich dann halt als möglich ergibt. Und ich möchte möglichst viel von diesem Wertebereich ausnutzen können, damit es der Gegner das möglichst schwer hat, das zu knacken. Okay. Ja. Und das geht halt, wenn ich hier eine Primitivwurzel wähle. Und tatsächlich, das kann man sich auch mal angucken, das ist jetzt hier für die Nerds unter den Zuhörern und vielleicht weniger für die nur interessierten Zuhörer, wenn man mal bei OpenSSL sich den Unterbefehl nimmt, um Diffie-Hellman-Parameter zu generieren. Das kann man machen, dann rechnet er so eine Weile dran rum und dann hat er in meinem Beispiel, als ich das ausprobiert habe, gesagt halt hier, die Primzahl ist so eine 4096-Bit lange Zahl, also was ist das in Dezimalstellen, irgendwie so 1500 Dezimalstellen oder so wäre das dann? Ist das eine Frage? Bitte? Ist das eine Frage? Ich rechne es gerade im Kopf, aber es wird irgendwie so 1500 Dezimalstellen sein. Also ziemlich unhandlich und dann dazu der Startwert S ist dann 2. Weil diese 2 ist, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, eigentlich fast immer eine Primitivwurzel. Deswegen kann man die als relativ sichere Wahl nehmen. Und wir haben ja gesehen, es kommt nicht darauf an, ob der Startwert tatsächlich geheim ist. Deswegen funktioniert das. Und damit sind wir am Ende. Fliegen noch in der etwas großzügig ausgelegten Zeit drin. Hier sind aus formalen Gründen die Bildquellen. Wie ihr seht, habe ich eine sehr ergiebige Fundus dafür gefunden im Internet. Und normalerweise beende ich den Podcast immer damit, auf unseren Veröffentlichungsrhythmus hinzuweisen und zu sagen, die nächste Folge kommt in 3 Wochen. Das kann ich jetzt hier nicht mit Sicherheit sagen, weil ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal wieder live auftreten werden. Vielleicht wird es bei den nächsten Datenspuren sein, vielleicht schon eher, vielleicht keine Ahnung. Was ich sagen kann, ist, die nächste Live-Folge kommt bestimmt. Damit könnt ihr rechnen. Vielen Dank. Sehr schön.